Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Um was es heute in Season 8 geht, soll entweder in Season 8 dann schon aktiv sein oder in Folgepatches, wie zum Beispiel einige Informationen, die ich über Loba und einige Buffs, die sie vielleicht bekommen könnte, sollen wahrscheinlich im Laufe von Season 8 erst kommen. Hoffentlich zumindest und nicht erst in Season 9. Es ist auf jeden Fall scheinbar bei Loba einiges in Arbeit. Bevor ich jetzt gleich anfange, der ein oder andere wundert sich wahrscheinlich, warum ich im Titel geschrieben habe, warum Wraith eine neue Synchronisation auf Deutsch verdient hat. Und hier bringe ich eine deutsche YouTube-Kollegin mal ins Spiel. Viele von euch aus meinen Livestreams kennen She's Got Aim. Für die, die sie nicht kennen, wer ist sie überhaupt? Sie ist eine verdammt gute Spielerin. Sie ist Platz 1 der deutschen Rankingliste in gespielten Spielen in Apex Legends mit über 25.000 Spielen. Ich glaube, es sind 1.000, 2.000 mehr. Genaue Zahl habe ich nicht. Und noch dazu in Kombination, sie hat eine verdammt heiße Stimme. Wer sie noch nicht gehört hat... Seid doch mal alle so lieb und drückt auf Follow bei dem lieben Casper. Muss ich nicht viel zu sagen, denke ich. Gerade die Kerle unter euch, die Pubertierenden, werden wahrscheinlich jetzt direkt komplett ausrasten. Warum erwähne ich das? Sie hat einen YouTube-Kanal und sie hat auf ihre Art und Weise einfach sich mal einen Spaß gemacht. Ich glaube, das Video geht 3 oder 4 Minuten. Das verlinke ich euch. Ich verlinke den Kanal. Schaut mal vorbei. Sie hat Wraith auf ihre Art und Weise bestimmten Voicelines ihre Stimme verliehen und das neu synchronisiert. Und ich möchte unbedingt mal ein Feedback von euch in meinen Kommentaren, vor allen Dingen auf ihrem Kanal in diesem Video, kommentiert das und sagt mal, wie ihr das findet. Kommt das gut an? Könnte sie sich vorstellen, da noch mehr von zu machen? Vielleicht hört das ja der ein oder andere Respawn-Mitarbeiter. Ohne Scheiß, es klingt extrem edel, es klingt extrem professionell und es klingt vor allem der englischen Wraith-Synchronisationsstimme sehr, sehr nah oder ähnlich. Das ist der absolute Wahnsinn. Also schaltet da ein, gebt dir einen Daumen nach oben für dieses Video und lasst da ein Abo da. Das hat sie mehr als verdient. Sie hat auch extrem geile Gameplays. Wirklich verdammt talentiertes Mädel. Meine Fresse. Und jetzt fangen wir mal mit den Informationen an, bevor die nächsten gleich wieder wegschalten. Octane Jump Pad, habe ich schon mal drüber berichtet, soll tatsächlich auch so kommen. Wir können das Jump Pad jetzt auf 2 verschiedene Arten benutzen. Wir wissen, seit Season 6 geht der Super Jump nicht mehr. Wer den Super Jump nicht kannte oder nicht kennt, weil er vielleicht jetzt erst mit Apex angefangen hat, wenn du das Jump Pad berührt hast, bist du, wenn du direkt drauf warst, musstest du sofort die Sprungtaste drücken und dann bist du viel höher und viel weiter gesprungen. Das wurde deaktiviert, weil es einen Bug mit diesem Jump Pad gab und dann bist du in diesem Jump Pad stecken geblieben und bist einfach auf dem Boden und musstest ganz normal weiterlaufen oder musstest eben nochmal versuchen, das Jump Pad zu aktivieren. Es soll in Zukunft so sein, dass es diese normale Funktion des Jump Pads so gar nicht mehr gibt, dass wir einfach nur drauf und fliegen, sondern der Super Jump ist sofort aktiv. Benutzen wir das Jump Pad so, dass wir ganz normal drüber laufen oder rennen, kommt schon der Super Jump hoch und weit, sliden wir aber in das Jump Pad rein oder gehockt drauf, dann fliegen wir zwar nicht sehr hoch, aber extrem weit. Und das, finde ich, gibt Octane auf jeden Fall nochmal einen geilen Buff, um Leute entweder zu pushen oder einfach sich ganz, ganz schnell zu verpissen. Jetzt geht es um Loba. Wie gesagt, hier könnte es sein, dass das mitten in Season 8 oder auch erst später passiert. Viele beschweren sich zu Recht, dass die Taktik nicht oder die taktische Fähigkeit nicht die geilste ist. Sie wird extrem selten gepickt, muss man tatsächlich sagen, genauso wie Rampart. Und es soll so sein, das sind teilweise Theorien oder Sachen, über die Respawn nachdenkt, wie es umgesetzt wird. Es geht um die taktische, dass entweder die Cooldown-Zeit reduziert wird, dass wir diesen Teleport öfter werfen können. Vielleicht in Anlehnung wie Pathfinder, je weiter weg du es wirfst, desto höher ist die Cooldown-Zeit bis zu einer Maximal-Cooldown-Zeit von vielleicht 30 Sekunden. Und die Leute schreiben auch, es kann ja nicht sein, wenn ich vielleicht mich nur 10 Meter weit teleportiere, dass die Cooldown-Zeit trotzdem zu hoch ist. Und deswegen könnte es sein, dass das ein bisschen an die taktische Fähigkeit von Pathfinder angepasst wird. Wenn ich nicht so weit porte, ist die Cooldown-Zeit geringer. Dann gibt es noch die Idee, dass sie, das kann sein, dass es tatsächlich kommt, soweit habe ich das gelesen, dass sie in Zukunft Care-Packages mit ihrem Market looten kann. Das würde ich, und da bin ich ganz ehrlich, das würde ich total OP finden. Wenn da ein Care-Package von oben runterkommt und der hoffst dir vielleicht eine Friedensstifter oder eine Kraber und dann stellt da irgend so eine hinterlistige Loba ihren Shop irgendwo hinter einer Wand oder hinter einem Felsen auf und krallt sich die Kraber und kann dieses Teil öffnen. Das muss nicht mal geöffnet sein. Soweit soll die Idee sein. Das würde ich krass finden. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet. Und
Es steht die Idee im Raum, was ich wiederum sehr, sehr geil finde. Das macht Loba noch spielenswerter, dass sie die Respawn-Banner der Deathboxen oder die Respawn-Banner aus den Deathboxen der Teammates holen kann. Das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr geil finden. Und sollte das alles vielleicht nichts bringen oder nicht so implementiert werden, schreibt auch Respawn, der letzte Ausweg wäre tatsächlich die taktische Fähigkeit dieser Armreif, dass der schneller fliegt. Sie haben sich auch ein bisschen dagegen ausgesprochen, das umzusetzen. Das wäre wirklich der letzte Ausweg, weil es sehr schwierig ist, diese Animation, diese Fluganimation mit diesem ganzen Geblitze so anzupassen, dass das Teil schneller fliegt. Das würde wahrscheinlich den Flow der Animation zerstören. So haben sie es zumindest geschrieben. Es ist aber nicht ausgeschlossen. Ich finde die Travel Time, die könnte schneller sein tatsächlich. Ich würde es aber tatsächlich besser finden, dass wenn der Teleport zu Ende ist, dass du sofort bereit bist, mit deiner Waffe loszuballern. Weil das ist eigentlich das, was zu lange dauert. Diese Zeit, bis du deine Waffe in der Hand hast. Genauso wie bei Wraith nach dem Port. Nicht nach dem Port, wenn du unsichtbar bist, ehe du deine Waffe wieder benutzen kannst. Das sind alles so Sachen. Apropos Wraith, sie bekommt ja einen Buff. Nerf, 15% erhöhte Hitbox und im Gegenzug, und hier steht aber noch nicht fest, wie das Ganze aussehen soll, sollen einige Fähigkeiten von ihr ein bisschen gebufft werden, damit das nicht alles zu heftig wirkt. Weil die Hitbox von Wraith ist nun mal verdammt klein, deswegen kann ich das ein Stück weit verstehen, aber wir müssen es nicht übertreiben, müssen wir ja mal dazu sagen. Caustic könnte eine kleine Veränderung bekommen an den Gasfallen, dass Teammates von Weitem schon erkennen, ist es eine freundliche oder eine feindliche Gasfalle, indem einfach die Farben der Gasfalle variieren. Ich glaube aber nicht, dass so irgendwo die Gaswolke eine andere Farbe haben wird, weil das macht einfach keinen Sinn. Da geht der Realismus ein bisschen verloren. Müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Horizon soll nur einen Nerf auf ihre taktische Fähigkeit im Movement bekommen. Die Cooldown-Zeit von 21 Sekunden soll bleiben. Es geht lediglich darum, wenn du in diesem Lift-Up bist, dass du dich in diesem Lift nicht schneller bewegen kannst und vor allem auch während du dich heilst nicht schneller bewegen kannst und so weiter. Flatline, der Amboss-Empfänger, wurde ja in einem der letzten Trailer zum Fight Night Event, der Amboss-Empfänger bei der Flatline, der wurde da gesichtet. Und da haben sich einige schon beschwert, warum ich das übersehen habe. Ich habe das nicht unbedingt übersehen. Ich wusste aber, dass Respawn schon öfter diesen Fail hatte und irgendwelche Sachen im Trailer zeigt, die überhaupt nicht kommen. Wir hatten schon mal in Season 7 oder in Season 6 noch einen Season 7 Trailer. Und da hatte Wraith noch diese Naruto Walk Run Animation. Die ist schon seit ewigen Zeiten draußen. Deswegen wusste ich, das kann nur ein Fehler sein. Aber es soll wohl so sein, dass tatsächlich der Amboss-Empfänger in Season 8 wiederkommt. Der war für die Flatline und für die 301. Ich verstehe bis heute nicht, warum der rausgepatcht wurde. Den hätte man vom Damage her einfach ein bisschen nerven können und dann wäre gut gewesen. 2-Jahres-Event. Am 2. Februar geht ja die neue Season los. Und zum 2. Februar soll auch sofort das Second Anniversary Event aktiv sein. Vom 2. bis 16. Februar, 2 Wochen, soll das Event gehen. Und ich habe etwas von Water Gutham gehört. Da gab es ein paar Posts schon vor Wochen. Es könnte sein, dass dieses Event mit einem 6-Mann-Event auf dem Kings Canyon in Verbindung steht. Und hier rätseln aber die Leute, Dataminer, Water Gutham und wie sie alle heißen, wie das Ganze aussehen soll. Also hier kann ich noch nicht mehr zu sagen, was da genau kommen soll. Bevor ich zum Ende komme, morgen am 26. Januar um 17 Uhr gibt's die Gameplay-Trailer-Premiere live. Ich kann euch nicht versprechen, ob ich es schaffe, wie beim letzten Mal das zu streamen. Ich versuche mein Menschenmöglichstes, aber das verspreche ich jetzt hier nicht, auf Twitch online zu sein, um mit euch gemeinsam den Trailer reinzuziehen. Lasst euch einfach mal spontan überraschen, ob ich online bin oder nicht. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich würde mich wirklich mega freuen, ob ihr einfach meinem Twitch-Kanal beobachtet, dass ich den streamen kann. Ich habe zwar 16:30 erst Feierabend und schaffe es so schnell nicht nach Hause, aber vielleicht kann ich meinen Menschen möglichstes tun, um meinen Chef zu überreden, eine halbe Stunde eher abzuhauen. Und dann schaffe ich es auf jeden Fall auch den Gameplay-Trailer mit euch zusammen zu schauen. Dann zocken wir noch ein bisschen, dann gibt es noch ein Video über den Gameplay-Trailer und dann war es das von mir. Schaut bei SheesGot Aim vorbei, ihr werdet das nicht bereuen, das verspreche ich euch. Das war es jetzt von mir, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao.